Für unsere joghurtbasierte Marinade fürs Fleisch nehmen wir 2 Becher Naturjoghurt. Wir nehmen da einfach den geschmacklosen neutralen, der schön cremig ist. Nicht diesen festsitzenden, sondern ganz normal 2 Becher Naturjoghurt. Das sind jeweils immer so ungefähr 200 Gramm, also 400 Gramm Naturjoghurt. Dazu, um das Ganze schön cremig nachher für die Marinade auch zu bekommen, kommen 100 Milliliter Olivenöl. Dazu gesellen sich jetzt, ich weiß, die meisten werden es im ersten Moment hassen, aber wir nehmen tatsächlich 6 Knoblauchzehen, ganze Knoblauchzehen. Ich zerdrück die gerne vorher immer, weil sich dann die Säfte so ein bisschen, die ätherischen Öle so ein bisschen besser lösen. Das gibt nachher einen schöneren Geschmack. Zum Würzen nehmen wir jetzt tatsächlich recht außergewöhnliche Gewürze. Wir nehmen 1 Teelöffel Sumak, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Zimt, etwas Salz und das Ganze dann natürlich auch noch mit etwas Koriander verfeinert. Das Ganze kommt zusammen in die Mischung, bevor wir das Ganze dann ordentlich miteinander vermengen. Genau, jetzt nehmen wir noch eine schöne Reibe. Reiben unsere Zwiebel fein rein, dass das Ganze keine großen Stücke hat, sondern sich schön mit der Masse vermischen kann, dass das schön homogen von der Masse wird. Und dann kann das Ganze auch schon gleichmäßig verrührt werden. Dann sind wir mit unserer Marinade eigentlich auch schon durch. Das Ganze wird dann gleichmäßig auf unseren Hähnchenschenkeln verteilt. Ganz normale Hähnchenschenkel. Haut kann ruhig dranbleiben, das gibt nochmal so einen schönen Crunch, wenn das Ganze danach in den Ofen kommt. Ordentlich oben drüber, mit der Hand das Ganze nochmal ein wenig einmassieren, damit unsere Schenkelchen auch noch ein bisschen Liebe bekommen. Und dann kann das Ganze auch schon zur Seite gestellt werden. Entweder für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank oder auch gerne für länger. Je länger das Ganze natürlich einzieht, desto intensiver ist einfach der Marinadengeschmack. Also es kann auch über die ganze Nacht gerne im Kühlschrank lagern. Während wir das Ganze dann zur Seite stellen, kümmern wir uns um die Tzatziki-Soße. Ich habe jetzt so ein bisschen so den griechischen Touch mit drin. Das heißt, wir starten erstmal mit 2 kleinen Bechern griechischem Joghurt. Den mit dem Vollfettwert, damit wir auch schönen Geschmack drin haben. 1 feingeschnittene Knoblauchzehe, etwas Salz, etwas Pfeffer, ungefähr immer so 1 Teelöffel. Eine gute Portion Dill. Ich habe jetzt in dem Fall auch hier wieder gefrorenen Dill, weil der einfach ein bisschen geschmacksintensiver ist. Und dann kann das Ganze auch noch mit einer Zitrone, einer frisch gepressten Zitrone, verfeinert werden, bevor wir das Ganze dann ordentlich miteinander vermengen, zusammen mit unserem frisch geschnittenen Gurkenansatz. Genau, die Gurke einfach schälen, in Stücke schneiden und mit dazugeben. Und dann kann das Ganze auch schon vermengt werden. Auch das können wir, wenn das Ganze dann fertig ist, einfach zur Seite stellen und können das Ganze so ein bisschen ruhen lassen. Das ist soweit fertig, da müssen wir uns jetzt nicht mehr weiter drum kümmern. In der Zwischenzeit nehmen wir unser Fleisch, legen es auf ein Backblech und können es dann in einen vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene goldbraun braten, grillen, garen, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Zwischen 30 bis 40 Minuten, da würde ich immer so ein bisschen das Ganze von der Farbe und der Dicke der jeweiligen Fleischstücke einfach abhängig machen. Währenddessen habe ich jetzt noch 1 rote Zwiebel und 1 Tomate fein gewürfelt. Ich nehme hier immer ganz gerne die roten Zwiebeln, weil die nicht ganz so scharf vom Geschmack sind, weil wir die jetzt gleich roh weiterverarbeiten. Das Fleisch kann dann nach der Garzeit raus, damit das so eine schöne Farbe bekommt. Wir haben jetzt schöne Röstaromen, leichte braune Stellen, man sieht schön, das Ganze hat einen schönen Crunch. Das Ganze wird dann einmal vom Knochen gelöst und nochmal einmal in der Pfanne kurz angeschmort, dass wir da nochmal schön die Röstaromen für kriegen. Und dann können wir das Ganze auch schon anrichten. Ich habe jetzt hier fertige Pita-Brote genommen, man kann die natürlich auch noch selber backen, aber das war mir tatsächlich zu umständlich, beziehungsweise da hatte ich auch jetzt nicht so die Zeit für. Das heißt, wir servieren das Ganze mit Fleisch, Tzatziki-Soße, ein bisschen roter Zwiebel, frische Tomaten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kocht es nach, verlinkt mich auf Fotos, Videos, bei Instagram, probiert's aus, ich fand's super lecker, guten Appetit und nicht vergessen, Glöckchen, liken und ein Abo dalassen, ich würde mich über jede Unterstützung freuen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.